Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Burago und diese Therapie hier ist kostenlos. Wir sind hier mal Let's Play Far Cry 3 und tja, sind in der letzten Folge ein bisschen draufgegangen, wo wir eine kleine Spritztour hatten und wollten eingefekt hier auf der Map, sieht man das auch, diese große Gebiet hier anvisieren sozusagen, beziehungsweise das ist also der erste Ziel. Da gehen wir als erstes weiter hin. Wir werden dann trotzdem mal nach dort rüberfahren. So, wo ist die Tür? Hallo, Tür, Tür. Tür, diese Richtung. Hallo, da, Tür. Okay. Da haben wir auch ein Wägelchen. Mit dem werden wir gleich mal losfahren. Das Tolle an dem Wägelchen, das ist ganz, das letzte war ja ein bisschen, broken sozusagen. Das haben wir ein bisschen demoliert. Ah ja, hier ist bloß, ich hab gerade mal geguckt, wegen der Mission, weil Jagdmission sollten wir vielleicht noch angehen hier. Wir werden mal hier lang rumfahren, beziehungsweise durch das Wässerchen hier. Gucken, wie wir eigentlich mal zu unserem Ziel dahin kommen. Das würde heißen, ich glaube, wir müssen mich hier abbiegen. Meine Handbremse gezogen, jetzt hier lang runter. Ja, das sieht gut aus, die Richtung gefällt mir. Oh. Ja. Die Richtung dahin. Mal gucken, wie wir mal am günstigsten das Gebiet hier annehmen können. Hier sollten wir auf alle Fälle mal kurz aussteigen, weil da sind eine ganze Menge an Kischen unterwegs. Da steht zum Beispiel schon eine. Nehmen wir mal auf hier. Halten wir die ganze Kiste auf. Da Kiste auf. Ein bisschen Kohle kann nicht schaden. Dann haben wir noch ein Medic Pack. Das sollten wir auch mal mitnehmen. Kühlschrank, gucken wir, was das Bier da ist. Kühlschrank ist das Einzige, was wir nicht öffnen können. Obwohl, wäre interessant, ob da Bier drin ist. So, auch geöffnet. Super. So, ein Blick auf die Map. Wo sind wir denn? Ja, da sind wir schon mal weggescrollt. Das sieht gut aus. Wollte zwar eher nach da, aber egal. Der Weg geht auch. Okay, Jungs. Da habt ihr den Falschen ausgesucht hier. So, das sind Dingos oder sowas. Dingo-Fälle. Oh, da drüben läuft noch was. Was ist das? Was ist das denn? Ein Schwein, hat sich gerade Schwein im Dreck gewütet. Ich sehe nicht richtig. So. Ach ja, eine Kiste ist noch hier irgendwo hier. Und zwar hier draußen steht die rum. Nehmen wir auch mit. So, rein da. Und dann fahren wir mal weiter. So, wir kommen ja gleich ins Gebiet, wo dann die Map aufhört. Natürlich nicht da lang. Zum Glück war da ein Baum. Und wären wir gerade jämmerlich da runtergekracht. So, hier lang rum. Da haben wir auch ein Schwein noch wieder. Und da haben wir schon. Ja. Die wollen es auch unbedingt gleich wissen. Wo ist der zweite? Hallo, mein Freund, wo bist du denn? So. Da haben wir die Sache jetzt auch erstmal geklärt. Schweine und sowas, Viehzeug hast du ja überall. So, ich hoffe mal, meine Facecam hält durch, weil da ist gerade der Akku von gelb auf grün gewechselt. Da werden wir mal schauen. Sind ja bloß noch 10 Minuten. Wenn nicht, ist auch doof. Wieder lerne ich mich, dass dann wohl eine zweidrittelvolle Akku wohl doch nicht ausreichen sollte. So, guck mal, was haben wir denn hier Feines? Da haben wir eine Brücke. Auch super. So, einmal hier lang runter marschieren. Jetzt sind wir ja wieder im Feindgebiet. Gucken wir mal, die Rauchsäule finden. Okay, da mal ein Bötchen. Wir werden da aber. Ich weiß nicht, ob wir die Bötchen nehmen sollten. Oder nicht. Schauen wir mal. Es ist ärgerlich mit der Facecam. Das ärgert mich ein bisschen. Ich habe schon mal recherchiert nach Stromversorgung. Da ist ja wieder mit 50 Euro dabei. Also für die Nikon D530, jetzt momentan einsetze als Facecam, gibt es auch die Möglichkeit, sowas mit Permanentstrom zu betreiben.
Da kommt halt so ein Adapter halt rein, was den Akku bedüdelt. Das wäre so der nächste Plan, der ansteht. Dass wir uns um sowas mal kümmern. Ich gehe mal hier oben lang. Weil, machen wir das Schweinchen. Ich habe mir keinen Bock auf feuchte Füße. Und mal gucken, wie das Ganze von hier aussieht. Ja, das juckt mir schon wieder die Nase. Das ist doch eine Katastrophe. Sobald Facecam anmacht, juckt die Nase. Ich weiß nicht, wer von euch zuschaut und ebenfalls Let's Plays macht, könnt ihr gerne mal reinschreiben. Habt ihr die gleiche Erfahrung gemacht mit juckender Nase bei Facecam? So. Es geht immer nach oben. Eigentlich müssen wir ein bisschen nach unten. Willst du nicht das ganze Irre hier? Alter, diese scheiß Drecksviecher hier. Kommt sie nichts an, der lang machst du gleich einen Spaziergang und dann kommt schon immer so ein scheiß Büffel an. So, okay. Büffelfell. Na, hier nachladen. Nachladen nicht, eher ein bisschen heilen, wäre mal angesagt. Oh, da war ein Tiger. Oh, den haben wir eisgeil mit der Pfeile fertig gemacht. Das muss mir erst mal danach machen hier. Ich bin der Legolas von Rook Island sozusagen. Habt ihr den dann mal ganz spontan schick fertig machen. Sehen wir Tigerfälle noch mitnehmen können, ob wir brauchen. Ich habe wieder mal keine Ahnung. So, Tigerfell dabei. Munition gespart. Das ist toll, das ist wiederverwendbare Munition. Als solche. Haben wir den Weg. Der bewegt sich ja schon mal in die richtige Richtung. Hier geht es dann auch abwärts. Aber wirklich. Ich hoffe mal, der Büffel macht jetzt keine falschen Fehler, so wie die anderen. Ich höre schon wieder Geräusche, die sich nach Tiger anhören. Okay, hier machen wir einen guten Blick. Hund haben wir da. Da ist der Alarm. Sollten wir mal versuchen, den Alarm von hier unten, von hier oben schon mal so auszuschalten. So. Oh. Ich hoffe mal, war der einzigste Alarm. Okay, der Stress macht. Der Haupt hier rumlaufen. Es schüt! Das sind Schildkröten. Schildkröten. Da kommen Hunde. Also ich bin ja, komme fast langsam vor wie auf Onkel Sams Farm hier. Das ist ja unglaublich. Okay, jetzt haben sie gemerkt, dass er. Ja, genau, da ist auch nichts. Okay, wir jetzt ja mal gucken. Ich würde ja gerne mal so eine Schildkröte erledigen. Die Hunde gehen mir bis auf den Beutel. So, Galapagos-Schildkröte gekillt. Nimm auch mit. Ich weiß nicht, ob wir die fürs Crafting brauchen. Ein Panzer. So. Na, schade. Auf die Freude kann man nicht reiten. Interessant, dass die dann euer Panzer haben, obwohl wir den ja gerade eingesammelt haben. Naja. Aber sieht gut aus. Facecam hält noch. Obwohl Akku rot anzeigt. So. Okay, hier kommt ein Auto. Auto heißt für uns, mal lieber irgendwo in Deckung gehen. Ich ahne was. Double Takedown.
gucken, wo wir das hinkriegen. Ich schwitze wie ein Schwein hier. So, mal gucken. Finger ist schon auf dem F drauf. Für Spaß. Haben wir einen Checken Double Takedown gehabt. Der ja ordentlich, wie wir gelernt haben, Erfahrungspunkte bringt. Erfahrungspunkte heißt gleich wieder mehr Fähigkeitspunkten. Das heißt gleich noch mehr tolle Sachen können. Okay. Ich weiß nur nicht, wo die langlaufen fahren, ja. So. Ich habe bloß das doofe Gefühl, dass da unten noch nicht alle sind. Also siehst du, haben wir doch noch einen entdeckt. Na gut, versuchen wir mal unser Glück. Solches, dann haben wir bloß die dabei. Ah, vielleicht nicht so etwas suboptimal. Du, mein Freund hier. Ah, das ist doof, was du hier machst. Okay, jetzt müssen wir doch leider wechseln auf das Ding. Das war nicht so geplant. Das führt bestimmt zur Alarmierung. Ne, die kommen nicht jetzt an. Das läuft ja super nach Plan, würde ich sagen. Yes, ja. Nutzen wir die Gelegenheit, da mal fertig geladen. Den auch mal durchladen. Aber war wenigstens nett von der Miezekatze, dass wir wenigstens... Okay. Okay, da haben wir gerade noch einen gesehen, ja. Hat dann doch was gemacht, wir haben eine neue Sicht auf die ganze Welt. Okay, das Hundevieh. Wird zum Problem. Flinke Füße, da sind noch mehr Hunde. Das läuft ja schon wieder alles nach Plan. Aber eigentlich hätte man den treffen müssen. Der war ja bloß hinter der Palme. Gucken wir mal den da erwischen. Mach mal den Gefallen und bleib mal stehen. Okay, jetzt ist er hinterm Stein. Das ist klar, wenn wir Dani erwischen. Der rennt ja sonst da wohin. Den Fehler, den du aber jetzt hast, ist... So. Den Fehler, den sie jetzt haben... Oh, Mistviecher hier. Ich glaube, ich spinne hier. Einmal weg hier von den dämlichen Hunden. Ich will jetzt unbedingt nicht die Hunde umnieten. Weil die gehen mir echt um den Beutel. Es ist ein scheiß Gebiet hier. Okay, jetzt haben sie uns erwischt. Entdeckt. Jetzt ist es auch egal. Das können wir auch hier umschalten. So. Das läuft super, würde ich sagen. Und das kurz vom Folgenende. Beziehungsweise eigentlich sind wir Folge schon durch.
Na gut. Ach ja, dich hole ich mir jetzt auch noch. Okay. So viel zu dem Thema Pisser, das sagt man nämlich nicht. Oh. Naja, 12 Schuss, aber. Was hältst du denn davon hier? So kann man nämlich auch aus Besteck läuten und da sehe ich auch gerade, die Kamera ist weg. Egal, sind eh durch. Das war's heute mit Let's Play Far Cry 3. Die Facecam hat nur noch bis kurz vorm Ende gehalten. Das heißt jetzt für mich jetzt schnell den Akku wechseln und dann geht's weiter mit Let's Play Far Cry 3. Und euer Job ist Kommentare schreiben. Ihr kennt das Spiel. Daumen nach oben, hilft mir weiter, denn ich bin MacWurager und sag Servus und Ade.